Right hand on the Bible, left hand in the air. Before I said a word, I made sure my throat was clear. Das ist von Jay-Z, Volume 3. Der Song heißt, glaube ich, S. Carter versus, oder The State versus S. Carter. Carter. Ja. Ich habe die Zeile rausgesucht, weil sie mir als erstes in den Kopf geschossen kam, als ich die Frage gestellt bekommen habe. Ich war auch überrascht darüber, aber irgendwie, irgendwas scheint da unterbewusst ja, doch verlinkt zu sein. Weil für mich ist das so eine, die ist eigentlich relativ unspektakulär, aber ich bin ein großer Storyteller-Fan und die hat mich damals sehr beeinflusst. Der Song ist, er erzählt eine Gerichtsgeschichte, also so, er sitzt halt vor Gericht und verteidigt sich dann die ganze Zeit gegen einen Anwalt und redet sich so raus. Und in der Hook hört man dann immer so Reporter, die ihn fragen und über den Fall berichten und so. Und ich fand, es war einfach für mich einer der coolsten Storyteller-Tracks. Und ich fand, das war so die Zeile, die mich immer am meisten gecatcht hat, weil es so aus dem Leben gegriffen war. Und ich kannte das bis dahin noch nicht. Vielleicht ist es jetzt auch schon tausendfach überholt und so, aber mich hat es diese Zeile damals sehr beeindruckt. Wenn man mich fragt, was ist deine Lieblingszeile, poppt die als erstes in meinem Kopf auf, aber ich weiß auch nicht warum. Ich habe noch so tausend andere Sachen, die ich toll finde. Zum Beispiel, Music, the great communicator, use two sticks to make it in the nature. Das finde ich auch gut. Das ist von den Red Hot Chili Peppers und ich liebe einfach, was er da sagt. Use two sticks to make, perfekt. Einfach eine schöne Aussage. Sollte jeder mal ausprobiert haben. Geht raus, Mann. Schaltet den Fernseher ab. Und geht raus. Laptop, Handy. Geht einfach.